Moin Leute von YouTube, hier ist der Xeno von Twitch und wir gehen gerade nochmal das Event durch und zeigen dann für die einzelnen Bereiche nochmal hier in dem Video zusammengefasst, was ihr für Fischl aktuell machen könnt und was ihr machen solltet vor allem. Das ganze Event wird im Spiel aufgerufen über den Kompass und dann könnt ihr auf die Aktionsdetails die einzelnen Bereiche auswählen. Und interessant ist vor allem, dass ihr überall auf der Welt überall diesen Aktionsreiter, den man hier sehen kann, Unknown Star, Overtüre, braucht ihr mindestens 7, könnt aber einmal 21, einmal 20 und einmal 20 von diesen Kristallen farmen. Die Karte, die ich genutzt habe, um diese Punkte abzufarmen, lege ich nochmal in die Beschreibung rein bei YouTube. Im Endeffekt, wichtig ist, ihr habt drei Bereiche, diese drei Bereiche könnt ihr einmal am Tag abfarmen. In jedem Bereich gibt es 21 bzw. 20 von den Kristallen. Farmt die ab, nutzt die Karte, geht da rein, wählt das einmal im Menü aus. Und dann könnt ihr das einmal am Tag machen. So, noch nicht im Spiel, jedenfalls aktuell noch nicht gefunden. Hier steht auch, ab dem 18. November startet das, also erst in 2 Tagen, wird es eine Methode geben für 20 Resen angeblich. Treasure Collection Costs sind hier 20 Resen, um noch mehr von diesen Kristallen zu farmen. Und scheinbar gibt es also kleinere Boss-Events, wo man auch noch die ein oder andere Option hat, um eine oder andere Urgesteinbelohnung zu bekommen. Und mehr davon werde ich vielleicht nochmal in kommenden Videos angehen. Zusätzlich gibt es nochmal ein stärkeres Event, was nicht 20 Resen kostet, sondern euch dann 40 Resen kostet, also auf dem Niveau eines Bosses. Und hier sehen wir schon mal, das sind 38 von diesen Kristallen, die man bekommt und dann wiederum beim Shop einlösen kann für das ein oder andere Item. Und wenn wir mal reingucken in den Shop, können wir zu dem Aktionshändler gehen. Und die krassen Belohnungen sind halt wirklich legit erst hier. Das sind dann Levelbücher. Also wenn wir 38 kriegen für einmal 40 Resen, können wir uns direkt ein paar Liederne Levelbücher holen. Das ist halt komplett insane. Also Talentbücher. Und die Krone der Weisheit, die ein Talent hochstuft. Die Frage ist jetzt also, wie viele von diesen Kronen kann man sich erfahren? Kann man sich von dieser Krone nur eine erfahren und die ist dann ausverkauft? Oder ist die Frage eher, kann ich davon so viele haben, wie ich möchte? Weil dann ist die Antwort einfach. Scheiß auf alles, farmt die Krone. Und das werden wir als allererstes übermorgen am 18. im Stream ausprobieren. Und ansonsten, abseits dessen, habt ihr halt eure ein paar Missionen, die ihr jeden Tag machen könnt. Da kann ich euch nochmal zeigen, wie das geht, wie man die aufruft. Da geht ihr auf Aktionsdetails und dann könnt ihr einmal unbekannter Stern auswählen. Hier habt ihr dann 3 Stellen, wo ihr 7 Kristalle, aber wie gesagt, mehr seht ihr hier, finden könnt. Am Anfang startet eine Quest, die auch, naja, 40 Kristalle gibt. Und dann könnt ihr noch auf die Meritoritenwelle gehen und hier die jeweils 3 Quests machen, die aber hauptsächlich Quatschen sind, NPCs volllabern, ein paar Monster besiegen, Ende. Also eher uninteressant, aber gibt jeweils 40 Primos, also das ist geil. Und das ist schön, dass wir gerade da mal ein bisschen was bekommen. An eurer Stelle hebt die Punkte erstmal auf, ihr habt noch keinen Drang zu kaufen. Wir gucken uns an, was wir am Ende damit machen können. Vielleicht kann man die auch irgendwie eintauschen, 20 Stück für einen hiervon oder so. Aufheben, jeden Tag farmen, jeden Tag die 121 müssten das sein, jeden Tag farmen und dann let's go. In dem Sinne, mehr darüber die nächsten Tage. Das war Phase 1 von Ferne Sterne von Fischl.